So, meine Damen und Herren, heute sind wir zu Gast in Emleben bei der Aktivschule in Emleben. Und neben mir steht der Schulleiter. Der Grund des Tages heute oder der Veranstaltung heute ist der Tag der offenen Tür. Herr Ballasch, wie läuft's? Ja, wir sind sehr zufrieden. Wunderbares Wetter, viele Menschen, die viel Spaß hier haben und viele Besucher. Toll. Herr Ballasch, was macht denn die Aktivschule aus Ihrer Sicht aus? Also ich glaube, wir sind eine Schule, die die Schule so als ein Stück des Lebens auch begreift. Wir reduzieren uns nicht nur auf Unterricht und nicht nur auf Schüler, sondern wir schauen, dass wir Freude am Lernen entwickeln können, dass wir auch die Familien mit einbeziehen, so wie man heute ganz gut sehen kann. Und dass wir Schule wirklich so als einen Ort gestalten, der sich so ein bisschen auch angenehm abhebt von dem, was man manchmal so mit Schule reflektiert. Dann haben wir ja noch gar nicht vorgestellt, was die Aktivschule ist. Der eine oder andere von Ihnen, meine sehr verehrten Zuschauer, weiß das ohne Zweifel. Aber wenn Sie es mal in Kürze noch mal vorstellen würden, die Aktivschule im Leben ist? Ist eine freie Ganztagsschule, die es seit 1999 gibt. Das heißt also, wir haben jetzt demnächst unser 20-jähriges Jubiläum im Haus anstehen. Wir sind eine Schule, die sich reformpädagogisch orientiert bezeichnet. Das heißt, wir unterrichten unter anderem nach Montessori-Pädagogik, aber nehmen auch viele Dinge, die aus der modernen Pädagogik sind, dann auch noch mit in unseren Bereich hinein. Täglich bis 15.30 Uhr verbindlichen Unterricht, viele Dinge, die zusätzlich angeboten sind, teilweise auch Pflichtunterrichte, wie zum Beispiel Schachunterricht. Oder eine ganz starke Jahrgangsmischung, das macht uns aus. Vielleicht 22 Arbeitsgemeinschaften bei 170 Schülern, was ja doch ganz erheblich ist. Ja, und auch der Anspruch, einen ganz individuellen Unterricht eben zu gestalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Was ist aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung für Ihr Team und Sie im Laufe eines Schuljahres? Also die größte Herausforderung ist immer, mit diesen vielen unterschiedlichen Bedürfnissen umzugehen. Das heißt, jedem Schüler möglichst seiner Art entsprechend auch gerecht zu werden, ohne es zu versuchen, dass die Kinder das Gefühl haben, sie sind nur immer einzigartig. Sondern es muss auch darum gehen, dass sie lernen, sich einzuordnen, in Gruppen miteinander klarzukommen und generell soziale Kompetenzen zu entwickeln. Was muss ein guter Lehrer mitbringen, dass Sie sagen, der kommt in mein Team, den will ich haben? Der muss Freude am Beruf haben und der muss so dieses gewisse Etwas auch mitbringen, das einen guten Lehrer ausmacht. Das heißt so, ich möchte es gerne mal so als ein Stück weit Charisma auch bezeichnen. Das muss jemand sein, der sich auf neue Herausforderungen einlässt, der vielleicht nicht unbedingt immer auf die Uhr schaut, sondern der sagt, ich mache den Beruf auch natürlich, um ja, Freude zu haben und um Kindern etwas Gutes zu tun. Das, glaube ich, sind Voraussetzungen. Wenn es nun Eltern gibt, die heute nicht hier kommen konnten, wie informiert man sich über die Aktivschule? Kann man sie anrufen außerhalb des Unterrichts? Wie läuft das? Also anrufen kann man natürlich jederzeit. Wir haben auch in jeder Woche einen Hospitationstag. Dienstags kommen also Interessierte zu uns, die sich unseren Unterricht auch anschauen können und auch die Schule, die dann auch Gespräche führen, damit sie wissen, was bei uns passiert. Also Transparenz und Offenheit ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Und niemand braucht da irgendwelche Berührungsängste zu haben. Wir sind ein Haus mit offenen Türen und so soll es auch bleiben. In diesem Sinne, erfolgreiches Schuljahr. Vielen Dank.